Um den Stern Krüger 60 kreist ein Planet. Auf ihm befindet sich die Verwaltung der gesamten Galaxis und das Oberkommando der 6. Raumflotte. Ich heiße Dr. Billy Leifenberg, bin auf dem Planeten Graf Grafenbär geboren. Graf Grafenbär ist meine Heimat, mein Vaterland. Ich würde selbstverständlich meine Heimat, mein Vaterland verteidigen, wenn es aussichtsreich wäre. Ich bin auf dem Planeten Graf Grafenbär Schule gegangen, habe studiert, bin Kybernetiker, habe 20 Studenten, denen ich Wissen vermitteln durfte. Ich weiß, der Planet Graf Grafenberg wird in Kürze von einer der drei galaktischen Parteien erobert und zerstört werden. Ich bin verheiratet mit Dorle Steinbach, habe 3 Kinder. Das Triebwerk springt nicht an.
Ich sehe, dass ein Angriff der feindlichen Raumflotte bereits auf Canopus läuft. Ich sehe sogar von Canopus aus, wie Fluchtschiffe, wie sich Fluchtschiffe weg von Canopus fliehen. Wir müssen hier stehen bleiben. Ja, bitte. Lass mich doch auch mal bitte schon. Nein. Also lass mir hier das jetzt, lass mir das machen. Und gib du auf die Kinder. Jetzt gib bitte mal auf die Kinder acht und lass mich endlich mal in Ruhe. Wir sind doch verheiratet. Was willst du denn von mir? Ihr habt immer nur Wünsche. Dahinter! Komm, Schatz, und so. Komm. Ruhe! Jetzt seid endlich ruhig da hinten! Ich hab doch 100 Mal schon gesagt, seid endlich ruhig! Und du kümmert dich einmal um die Kinder! Wir sind in Gefahr! So viel Konzentration kann man wohl nicht aufbringen in einer solchen Situation! Du krakelt nicht immer da hinten! Die kommen! Wir müssen raus! Die Raumfahrer
wissen, diese Tafeln vergleicht ihr 50 Jahre im Dienst der Wissenschaft. Ich überlege, ob ich das Institut verlassen soll. Es gibt keine Rettungschance. Die Zerstörung um mich ist grauenvoll. Hier spricht der Fürstenreizkönige. Ich sende Ihnen die letzten Bilder von unserem schönen Institut. Unser Wintergarten, unsere Blumen, unsere Bibliothek, diese wertvollen Bücher. Ich stehe am Okular und gebe Ihnen die letzten Konstanten durch. Ein astronomische Einheit. Hier Fördner vom MPG Galaktische Wissenschaften. Der Planet wird pausenlos weiter bombardiert. Ich habe sehr wenig Zeit noch. Ein Lichtjahr ist nachzutragen. 9,461 mal 10 hoch 1, 7 Zentimeter, ist gleich 6,324 mal 10 hoch 4 AE. Ein... Der Radius des Milchstraßensystems ist 15.000... In der jetzigen Situation des galaktischen Bürgerkrieges lehne ich A ab, eine Familie zu haben, B ab, mich in Forschung und Lehre zu engagieren und Studenten auszubilden, C, mich für irgendetwas einzusetzen. Ich habe deswegen meine Familie untergebracht, mich von Forschung und Lehre zurückgezogen und jegliches Engagement über Bord geworfen. Ich befinde mich in voller Plastizität am Armflug auf dem Planeten, auf dem Verwaltungsplaneten oder auf den Cityplaneten oder wie Krüger 60. Onun için de Türkçe de diyor ya. Ölmek bestesi ya. Gestatten, Willi Tobler. Admiral, komme von Grafen Bär. Hier spricht der Chefadmiral der 6. Raumflotte, Bohm. Meine Herren, die mir unterstehende 6. Flotte schützt das Planetensystem Krüger 60, das heißt die Hauptstadt der Galaxis. Praktisch haben wir die Macht hier. Friedensforschung hat nicht verhindert, dass wir vor einem Chaos stehen. Das bedeutet, wir kämpfen gegen die eigenen Kameraden der 1. Flotte und gegen die früheren Kameraden von der Nomadenflotte. Uns im Rücken steht die Geschichtstöterflotte. Als Oberkommandierender der schönsten Flotte, die die Galaxis je sah, befinde ich mich in einem Dilemma. Die Lage ist hoffnungslos. Sie hat jedoch einen Vorteil. Dass keiner, der unsere Planspiele nicht kennt, sie zu durchschauen vermag. Wäre es anders, wären wir bald nicht mehr auf unseren Posten. Grafenbär kommend auf Krüger 60 zur Stelle. Wie telegrafisch angekündigt, biete ich meine sämtlichen Dienstleistungen im tertiären und quartären Bereich Ihnen an. Bin erstens Informationstheoretiker,
zweitens Kybernetiker, drittens Systemanalytiker, viertens Systemforscher, fünftens Prognostiker, Mathematiker, Erkenntnistheoretiker, Logistiker, Logiker. Darüber hinaus bin ich auch Praxisforscher. Als Praxisforscher bin ich in der Lage, auf einfache Formen der Arbeitsteilung überzugehen. Besonders auf Arbeiten, die psychisch entlasten. Wie Hemden waschen, Schuh putzen, Socken waschen. Herr Tobler, ich habe zwar keins Ihrer Telegramme erhalten, aber ich werde mich dafür verwenden, dass Sie bei uns als dritter Pressesprecher eingestellt werden. Ich gelobe. Ich, Willi Tobler, gelobe. Die Grundsätze der Verfassung. Die Grundsätze der Verfassung. Und sämtliche Lieferfristen. Und sämtliche Lieferfristen. Einzuhalten. Bedingungslos einzuhalten. Aufgabenstellung dieser Arbeit ist es hier, für Sie, Herr Admiral, ein Image in der Öffentlichkeit aufzubauen. Ein Image kriegerisch, kampflustig, siegesicher, jugendlich, unbeirrt, unerschrocken. Ich bin ja nicht grundsätzlich abgeneigt. Na sicher, aber ich halte es trotzdem für ausgesprochen albern, einen Admiral hier auf eine Pritsche zu legen und einen Raumangriff simulieren zu lassen. Die Eroberung neuer Märkte treibt Industriemonopole und sechste galaktische Raumflotte immer tiefer in die südliche Milchstraße. Jährlich werden neue Planeten unterworfen. Zurzeit beabsichtigt die sechste Flotte einen Angriff auf die Siedlerplaneten östlich von O4. Gegner der sechsten Flotte ist die erste Flotte, die Siedlerplaneten verteidigt. Thank you.
Wir müssen den Leuten doch ganz schlicht und einfach irgendwelche Bilder aus dem Weltall vermitteln. Und diese Bilder müssen irgendwelche interessanten Ereignisse enthalten, die die Leute zu Hause auch erleben, miterleben und auch in ihre Umwelt stellen können. Achtung, Willi, der Tagesspur ist dran. Bitte, Klingel, Glocke, Begrüßung, Kommentar. Bitte. Hier spricht Willi Tobler. Begrüße ich den Vertreter der Minderheitengruppen. Ein verlorenes Geld. Drittens, ich komme hier auf eine sehr, sehr wichtige Methode. Müssen Sie auch zertifizierend sein in Ihrer Kommunikation mit den Beherrschten? Zertifizierend heißt, Sie müssen die Beherrschten zufriedenstellen. Ihre Botschaft muss nicht nur anregen, muss nicht nur aufregen, sondern sie muss auch, nachdem sie Handlungen, Informationen, Kommunikationsbedürfnisse angeregt hat, all das in einer Zufriedenheit die gesamte Spannung, in einer gewissen Ruhe ausklingen. Es war ein Beschluss, an dem beteiligt gewesen ist, auch ein Vertreter der Underprivileged Planets. Meine Damen und Herren, wie sieht das aber in Praxis aus? Die Vertreter der Ordnung sitzen hier an diesem Tisch einmütig zusammen. Dann sehen wir hier einen freien Tisch, dann sehen wir gar nichts, dann sehen wir noch einen langen Tisch und dort hinten am Ende. Meine Herren, ich brauche dieser Schilderung nichts hinzuzufügen. Mir liegen Meldungen vor, nach denen Sie Ihre Stellung als dritter Pressesprecher dazu missbraucht haben,
Berichte zu lancieren, die zu erheblichen Börsenverschiebungen zu nennen, im Interesse eines großen Konzerns geführt haben. Und hierfür haben Sie erhebliche Zuwendungen erhalten. Ich habe lediglich in Zusammenarbeit mit uns bekannten Firmen im Dienste der Luftflotte einige Risikoprämien und Risikoprämien, Sie haben sich einen Planeten gekauft, Herr Tobler. Aber diese Dinge sind ja nur geschehen. Sie wissen doch, dass ich im Dienste der gemeinsamen Sache lediglich mittelfristige Verträge habe und ich brauche eine gewisse Der Dienst an der gemeinsamen Sache erlaubt nicht, die Dienstvorschriften zu verletzen. Ja, aber diese, und nicht in einem Maße, wie Sie es getan haben. Ich glaube, diese Zusammenarbeiten, die ich auch in Ihren Auftrage führe, gehen über die gemeinsame Sache. Herr Tobler, ich bitte Sie, in meinem Auftrag. In Ihrem Auftrag ist sicher in dem eingegrenzten Rahmen Informationsauftrage. Herr Tobler, ich brauche gewisse Spesenaufwendungen, Repräsentationen. Herr Tobler, angesichts dieser Haltung. Sie wissen, ich brauche zur Persönlichkeitsentfaltung gewisse Mittel. Herr Tobler, ich möchte Mittel, kein Wort mehr hören. Zur Verfügung ich möchte wirklich bitte, kein Wort mehr bitte, hören. In diesem Fall um Ihr besonderes Verständnis. Sie wissen, Herr Tobler, Sie haben mein Verständnis lange genossen. Herr Tobler, Sie wissen, dass ich Sie zunächst gegen meine Überzeugung auf diesen Posten gestellt habe. Ich habe ja nicht nur meine Arbeitszeit in dem üblichen Rahmen, Herrn Admiral, zur Verfügung gestellt, sondern meine gesamte... Sie haben nicht mir Ihre Arbeitszeit oder zur der gemeinsamen Sache, meine ja. gesamte... Und dieser gemeinsamen Sache haben Sie jetzt einen erheblichen Schaden zugefügt, Herr geschenkt und darauf Herr kann Tobler, ich hinweisen, unterbrechen wir die Diskussion. Dass ein gewisses Maß an Sicherheit mir auch zusteht. Unterbrechen wir die Diskussion. Brechen wir das Maß, ab, Herr Tobler. Ich darf um eine milde Beurteilung der eine Sache... Eine milde Beurteilung, Herr Tobler. Sie es wissen, ist menschlich Sie verständnislich wissen, und aus wie der Situation ein erklärbar. Über Ihr Verhalten urteilen ja, würde, nicht, Herr Tobler. Ich meine habe Dinge subsumiert. Ich bitte Sie jetzt zu schweigen, Herr Tobler. Ich habe mich entschlossen, Sie zu versetzen, wenn Sie so wollen, straf zu versetzen. Und zwar werden Sie fortan Dienst tun als Subleutnant bei der 16. Kreuzerflottille. Herr Admiral, ich danke Ihnen. Und packen Sie jetzt Ihre Sachen, Herr Tobler. Unsere Einheiten von der 6. Flotte kämpfen gegen die aufständischen Siedlerplaneten. Die Einheiten der aufständischen Siedlerplaneten sind in letzter Zeit bedeutend gefährlicher geworden. Ich bin froh, wenn ich hier heil durchkomme. Thank you.
gehe. Und ohne Schuhe geht man ja nicht mit den Füßen oder geht man nicht mechanisch, sondern man geht mit den Augen, und ich würde sagen, man geht gar nicht mit den Augen, sondern man geht mit Gedanken, mit alles, was man gelernt hat, konzentriert sich dann auf dieses Gehen. Ich habe mir also, dass ich nicht abstürze oder dass ich mich nicht verletze, das wäre in dieser Situation, wäre das, also dann wäre es vorbei gewesen. Habe dann eine Taktik des Gehens entwickelt, indem ich mir die einzelnen Stützpunkte ausgesucht habe, die ich beschreite. Kameraden, tötet mich nicht! Ich bin Willi Dobler! Ich bin ein Mensch in derselben Situation wie ihr! Ich kann nur mehr wie ihr! Ich verspreche euch! Ich bring euch! Das Raumschiff ist nicht für menschliche Maße gebaut. Höhe 80 cm. Die Weite genügt nicht, um sich in irgendeiner Weise entfalten zu können. Ich will hier raus! 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 Das ist mir zu eng! Ich will hier raus! Ich kann meine Füße nicht mehr bewegen! Ich kann nur noch mit meinen Händen! Thank you.
Leutnant Willi Tobler. Subleutnant Tobler, ich ernenne Sie zum Hauptmann und zum Kommandanten der 6. Zerstörerflottille. Ihnen unterstehen von jetzt ab 5 Raumboote. Bedanke mich, Admiral. Deine Störung, dann über das Leitsystem der Mira-Sonne hin zum Vega-Sektor. Dort können wir verweilen und Bremsraketen zünden. Hallo, Karl? Hallo, Karl? Billy? Karl? Billy? Ja? Sperren abschalten! Sperren abschalten! Hilfe.
Sammeln. Sabeln. Angermeier. Johnson. Bergler. Gundler. Kameraden. Ich bin bereit, mich vor dem Kriegsgericht zu rechtfertigen. Meine Herren, Raumfahrtkommandanten, Formation, Abflug zu Krüger 60. Es lebe der Präsident. Ich gehe auf Frequenz von Raumdivision. Aufständische sind Schmeißfliegen. Meine Truppen sind Eliteeinheiten. Mein Ideal ist es, mit der Zärtlichkeit des Masseurs Truppen auf dem Gefechtsfeld zu bewegen. Melde mich bei Ihnen, wie telegrafisch angekündigt, zur Stellung. Erlaube mich darauf hinzuweisen, dass ich, obwohl ich einiges erlebt habe und viele Umstände bestanden habe, keinen Zentimeter von den Prinzipien der Regierung, meinen eigenen Erfahrungen und Erwägungen abgewichen bin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Hier spricht Willi Tobler. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht Willi Tobler aus der südlichen Galaxis. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht Willi Tobler aus der südlichen Galaxis. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Willi Tobler aus der südlichen Galaxis. Bitte Tagesspruch, Willi. Tagesspruch. Die Hohe Schule, hier spricht Willi Tobler. Die Hohe Schule der Feldherrnkunst, meine Damen und Herren, ist der Flankenangriff. Sie sehen ihn immer wieder in der Kriegsgeschichte und auch in unseren stratosphärischen Aktionen. Rechte Flanke, linke Flanke und schon sitzen sie in der Falle. Die Differenzierung in der Militärstrategie, meine Damen und Herren, ist der Flankenangriff. Ist ein Angriff, der sich nicht aus dem Zentrum heraus entwickelt, sondern der sich von der rechten bzw. von der linken Seite her, also unerwartet, auf den Feind zu entwickelt. Meine Damen und Herren, Flankenangriff ist die Kreativität der Kriegskunst. Sexta flota especial en dirección Schlitz-Onung. Sabemos que esta lucha tiende a alienarnos, porque sabemos que el enemigo pertenecía a nuestras líneas. Su rebelión podría haber sido la nuestra. Tenemos la misión de defender este sistema, y esto solo lo podremos lograr librando dos batallas. Sexta flota espacial. Sabemos que esta lucha tiende a alienarnos, porque sabemos que el enemigo pertenece a nuestras líneas. Su rebelión podría haber sido la nuestra. Tenemos la misión de defender este sistema, y esto solo lo podremos lograr librando dos batallas. Una con el enemigo, otra con nosotros mismos. Nuestra fuerza consiste en dividir al enemigo. Nuestra lucha será más larga. No hay duda alguna que las fuerzas rebeldes no estarán en condiciones de mantenerse. La democracia no admite compromisos. Ich wiederhole. Ich Lassen Sie die dritte Abteilung. Truppe tritt am frühen Morgen zum Angriff an. Auf Stadtrand Theodor Liedtke. Geht's los? Guten Morgen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Aus der südlichen Galaxis berichtet Willi Tobler. Es gibt Minoritätensysteme, die unsere Aktionen hier als kriegerische Auseinandersetzungen bezeichnet haben. Aus der südlichen Galaxis spricht Willi Tobler zu Ihnen. Wir befinden uns hier in der Nähe der Sonne Mira und beobachten die interessanten Formationsflüge von Raumschiffflotten. Miseria. No vamos a dejar que sigan multiplicando su capital.
Und Herr Admiral, bitte schauen Sie nach links rüber. Da werden Sie sehen, dass wir auch da nur ganz spärlich bestückt sind. Der Feind hat uns wie mit einem Skalpell halbiert. Dann haben wir hier noch von links eine, das scheint mir eine Aufklärungsgruppe zu sein, die an die Spitze vorstoßen will. Weiter geht, das muss die Zeit bringen. Ich glaube nicht, dass wir es noch länger als 3 Tage durchhalten. Ferner ist der Feind hier durchgebrochen, in der Mitte, auch mit einem ganz schnellen Schusskeil und hat uns auf den Start zum Anzug gezwungen. Und rückwärts gehend kämpfen wir. Wir versuchen jetzt mit letzter Mühe den Feind aufzuhalten und vor allen Dingen ihm die Spitze abzuschneiden. Ob es uns gelingen wird, weiß ich nicht. Der Feind ist zwar schon über uns hinaus, aber das merkt er gar nicht, dass wir noch da drin sind. Wir versuchen jetzt, uns unauffällig zu entfernen auf dem rechten Flügel, um den Gegner richtig schön in die Abseitsfalle zu locken. Herr Konteradmiral. Aber wenn Sie hier nochmal aufmerksam verfolgen wollen, wie es hier oben am linken Flügel aussieht, sogar unser Forttrupp ist eingekesselt, unser Forttrupp des Rückzugs. Ja? Herr Konteradmiral, für die Berichterstattung darf ich da zusammenfassen, im Bereich 1 Auseinandersetzung, im Bereich 2 Kampfsituationen unterschiedlicher Stärke in verschiedenen Positionen. Jawohl. Und hier in dem noch nicht da von Ihnen dargestellten Bereich 3 darf ich Sieg. Aber es ist doch uns ist doch klar zu erkennen, dass uns die Flucht gelingen wird. Sieg. Also Sieg. Sieg. Das bedeutet Sieg. Das bedeutet Sieg. Jawohl. Die Reihenfolge gefällt mir. Kann aber zu jeder Zeit umgebaut werden. Wir haben der 6. Flotte sind eingekesselt und haben kapituliert. Das alte Scheißhaus steht in Flammen, der Arsch ist in Gefahr. Wir sind die Männer mit den Schläuchen, hurra, die Feuerwehr ist da. Was jetzt folgt, heißt Rache, heißt Vergeltung, heißt Krieg, meine Damen und Herren. Thank you.
sonnigen Schein. In unerschlossenen Zonen neuer Menschen zu sein. Braust es im Chor, Raumschiff empor. Es ruht der Puff, die Huren schlafen, ein geiler Bock steht im Salon. Die Puffmama kratzt sich am Arsche, am Fensterkreuz hängt ein Ballon. Sehr Wie gefällt Ihnen das Lied? Sehr aussagekräftig. Ob die Kameraden sich darüber freuen werden? Ausgesprochen wirksam. Ach, ich habe doch immer solche Freude, wenn es dann am Biertisch sich fortpflanzt. Ich glaube, im ganzen Raum wird es gesungen. Ich muss mal raus hier. Mir kribbeln die Beine. Die Beine sind mir eingeschlafen. Ich muss mal ein bisschen Bewegung haben. Ich muss laufen. Was ist da los? Hören Sie doch mal, Tobler, was ist da los? Das falsche Computerprogramm. Störung vom Feindsein. Bewusst werden unsere Fahrzeuge fehlgelenkt. Wir müssen uns einschalten, sonst gerät alles aus dem Fugen. Aber Herr Konteradmiral, welchen Feind darf ich denn annehmen? Wir haben doch erst unseren letzten Feind besiegt, entscheidend geschlagen. Ja. Wir haben an sich haben wir gar keine Feinde. Ich verstehe das auch nicht. Wir haben alle Feinde geschlagen und trotzdem sind Feinde da. Sie müssen, Konteradmiral, besonders die Stabslinien versuchen im Griff zu behalten. Die einzelnen Raumschiffe sind ja gar nicht wichtig für unsere Aufgabe. Ich habe doch auch zu den Kommandantenschiffen keinen Kontakt mehr. So, halt dich für ich weiß möglich. Nicht, wie es ist so, dass es scheint, als wenn die ganze Raumflotte in der Auflösung begriffen ist. Alles schwirrt von links und rechts davon. Von links nach rechts davon. Und ich hatte genau gedacht, es würde in die Gegenrichtung gehen. Wir müssen uns das Krüger 60 Konteradmiral durchschneiden. Tobler, ich habe eine Verabredung auf Krüger 60 heute Abend. Ich kann nicht. Und was ist mit meiner Verabredung Krüger 60 am Bahnhof heute Abend? Wir werden ja auf die Kommandantenschiffe. Verständigen Sie doch mindestens noch die Majorin. Ich gebe hier mit dem Befehl, alles durchzubringen zu Krüger 60. Jeder rette sich, wer kann. Flotte 1, Flotte 3, bitte alles auf mein Kommando hören. Die Admirale sind entmachtet. Alles hört auf mein Kommando. Ich befehle, sich durchzuschlagen zu Krüger 60. General Dr. Weinand, veranlassen Sie bitte, dass die Majorin heute Abend um 18 Uhr auf mich wartet. Ich mache Sie voll verantwortlich für meine sechste Marschverpflegung. Komm, rufen Sie doch den Kautschke an. Nein! Rufen Sie den Kautschke an! Nein, das ist ein Verräter, den rufe ich nicht an. Sie rufen jetzt bitte sofort die Kommandanten zu mir. Der Kautschke hat doch den Leitstrahl. Sie Saftsack! Wer hat Sie denn zum Militär geholt? Sie sind ein Versager auf der ganzen Linie. Alles wird auf mein Kommando hören müssen. Sie hier die Nerven nicht verlieren. Sie müssen Ihre Subjektivität... Ach, hören Sie auf, Sie Blindschleiche! Sie müssen Ihre Subjektivität... Sie treiben mir den Schlaf in die Augen, ich werde Sie töten lassen! Sie müssen Ihre Subjektivität zurücktreiben. Rufen Sie die einzelnen Kommandanten an. Ich habe die Kommandanten bereits verständigt. Sie werden heute Abend vor Einbruch der Dunkelheit bei mir erscheinen. Rufen Sie die werden was erleben. Rufen Sie sie einzeln an. Ich habe noch keine Funkverbindung mehr. Der ganze Funk ist zusammengebrochen. Dann schalten Sie auf Ihre Geheimfrequenzen. Das kann ich auch nicht mehr. Hier spricht der Konteradmiral Franz von Karlowitz. Admiralstabschef der 6. Flotte. Meine Damen und Herren,
Es handelt sich um keine Meuterei unserer Truppe. Ich möchte Sie bitten, Ruhe zu bewahren. Es handelt sich hier ausschließlich um galaktische Störungen. Es können natürlich auch Störmanöver des Gegners im Spiel sein. Aber undenkbar, wir haben keine Gegner. Alles ist geschlagen. Vertrauen Sie uns und unserer Ordnung. Welche Kommandanten? Ich habe nur noch fünf zuverlässige Generäle. Rufen das sind Koppermann, Ulich, Böttcher, Homm, Henke und General Dr. Weinand. Und Knautschke ist ja wichtig. Knautschke ist ein Verräter. Hören Sie mir auf mit Knautschke. Aber Knautschke beherrscht die Zufahrtswege zu Krüger 60. Wir kommen nur nach Krüger 60 auf die Kommandozentrale, wenn ich wir Knautschke... Ich will den Namen Knautschke nicht mehr hören. Knautschke hat auch die Majorin in der Hand. Also rufen Sie Knautschke nochmal an. Ich kann mit Knautschke verhandeln. Sie können sich ja zurückhalten. Ja, retten Sie die Majorin. Mich doch ganz schön durchgeschaukelt an und für sich. Alles ganz gut geklappt. Hier und da muss man zwar ein bisschen Ballast abwerfen, aber immer wenn kommt wieder was Neues auf einen zu. Oft ist das Neue interessanter als das Alte war. Grundgenommen verbessert man sich.
Auch, oft glaubt man sich, oft glaubt man, man verschlechtert sich, aber in Wirklichkeit verbessert man sich, ja. Mir geht's doch ganz gut, Anna. Mir geht's doch ganz gut. Heute kurve ich ja ganz schön rum, bin frei, umgebunden. Keiner kann mir was wollen. Nur scheinbar können die mir, aber tatsächlich nicht. Da ich mich bis 16 Uhr zu entscheiden habe, zu welcher Seite des Bürgerkrieges ich mich schlage, habe ich soeben das Studium der Philosophie aufgenommen. In extremen Gefahrensituationen ziehe ich mich zurück in Bibliotheken und studiere Grundlagen. Bücher, zu denen ich während der letzten 30 Jahre nicht gekommen bin. Vai, vai, vai. Andiamo. Weibing, ich kann nicht mehr. Ich lasse mich nicht kriminalisieren. Ich brauche einen Auftrag. Ich lasse mich nicht inferiorisieren. Sie müssen mir helfen, dass die Revolutionsregierung, Sie haben die Beziehungen, dass die Revolutionsregierung mir in dieser Situation hilft. Sie verkennen die Situation. Es handelt sich nicht um eine Revolutionsregierung. Es gibt keine Regierung. Das ist Schluss. Die Verhältnisse, von denen Sie ausgegangen sind, sind weg. Es ist nichts mehr zu machen. Sie müssen raus, aus. Sie müssen von diesem Planeten weg. Helfen Sie, ich brauche einen Auftrag. Unbedingt. Ich kann nicht ins Krankenhaus gehen. Ich bin ja sonst verrückt in der Isolierung. Sie können nicht verrückt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich will im Zentrum bleiben. Ich will zufrieden. Sie können nicht im Zentrum bleiben. Lassen Sie sich das endlich mal klar werden. Sie müssen doch die Situation einschätzen. Die Zeit ist vorbei, wo Sie im Zentrum waren. Ich brauche einen Job. Ich brauche unbedingt einen Job. Ich brauche ein Betätigungsfeld. Und ich übernehme alles, was an mich herangetragen wird. Also klar, klar. Dann gehen Sie die Provinz. Sie nehmen ein Schiff, ein kleines. Sie nehmen Propagandamaterial und gehen in die Provinz. Arbeit. Eines ist ganz klar. Wenn Sie hier im Zentrum bleiben, wenn Sie versuchen, sich anzuhängen. Das muss ich versuchen. Ich will mitmachen, ich kann ja das. Dann hauen Sie die Leute auch, die schlagen Sie tot. Ja, sehen Sie das so ernst? Ja, sicher. Einverstanden. Sie müssen mir helfen, Reitling. Sind Sie einverstanden? Sie müssen mir helfen. Ich nehme alles, was raus, dann raus, aber nur nicht in eine isolierte Station. Ich nehme Sie mit auf eine Informationsreise. Sie helfen mir und wir reisen zusammen. Klar? Reitling, danke.
Willi Tobler. Beruf? Pressesprecher der 6. Flotte. Ehemaliger Pressesprecher. Ich bin die Chefinspektorin Schröder-Mahnke und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie hier aussagen werden, gegen Sie verwendet werden kann. Ich darf darauf hinweisen, dass ich habe 30 Jahre mit der Regierung zusammengearbeitet. Wenn ich wegen eines kleinen Fehltrittes derartig bestraft werde, ich auch in Zukunft jede Belohnung von Seiten der Regierung ablehnen werde. Es wird Ihnen vorgeworfen, erstens, Kollaboration mit den sogenannten Revolutionsausschüssen der 100 Tage. Ich bin durch einen persönlichen Freund in diese Sache hineingeraten. Zweitens wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie belastende Unterlagen, die sich in Ihrem Raumschiff befanden, vernichtet haben. Diese Unterlagen waren von völlig untergeordneter Bedeutung. Es war Propagandamaterial. Sie haben dieses Beweismaterial unterschlagen. Dazu verweigere ich die Aussage. Also so kommen wir nicht weiter. Name? Weitling. Beruf? Ministerialdirigent. Nehmen Sie die Brille ab. Sadismus führt zum Faschismus. Und ich beginne zu ahnen, woher der Sadismus kommt. Das Wahrzeichen der Intelligenz ist das Fühlhorn der Schnecke. Mit dem tastenden Gesicht, mit dem sie, wenn man Mephistopheles glauben darf, auch riecht.